maximaler Gesundheit bereits erreicht. Übrigens, wenn du eine Medistation zerschlägst, droppt sie auch 1 bis 2 Medikits. Geht nicht. Doch, klar, du schlägst ja nicht auf die Medistation. So, jetzt. Cool. Ich hatte sogar einmal, dass er eine Station 3 Verbandskästen gedroppt hat. Rechts jetzt, wenn du mal rechts gehst, da haben wir noch eine Tür. Wie kriegt man die wohl auf? Ja. Dann hatte ich ja schon. Genau, kommt ja ganz am Anfang. Das erste Mal, wenn man. Jo, und ich glaube, ich. Trinker, du. Oh, ich finde das so geil. Wer ist denn? Da in dieser Kiste links. Links, okay. Ja, aber links ist auch was. Ist denn eine Kiste? Ja, rechts da. Das ist eine kleine Box auf dem Tisch. Achso. Ja, steckt, ne? Oh ja. Na gut, eigentlich ist er nur reingerutscht, weil keiner für sich war. So, hier muss ich, denke ich, mal hin. Ja. Wow! Meist der einfach mal ein Tisch. So, ich hoffe, Alter, ich hoffe, die wir sind nicht zu leise, also dann müssen wir es nochmal aufnehmen oder so. Warte mal ganz kurz, noch nicht die Schrotflinte aufnehmen, guck mal eben nach rechts. Cool, eine Schrotflinte. Da bei der da ist ja so eine Vita-Chamber da rechts. Rechts. Was ist denn da, genau. Da rennst du hin, sobald du die Schrotflinte aufgehoben hast. Was ist eine Vita-Chamber? Die wird dich wiederbeleben, wenn du mal stirbst. Ach schau, so wie Spawnpunkt. Ja. Nimm das Schrot auf und so, und dann nimm die Schrotflinte und renn dahin. Geile Scheiße. Wo war das? Gut, und jetzt bleibst du hier. Wartest auf die Gegner. Komm, Gegner. Ich will ins Licht. Nein, bleib hier. Hier ist cooler. Nein, es laggt. Nein! Wir sterben, weil du spielst ja auf leicht. Da wird man so leicht gekillt, weißt du? Deswegen ja auch leicht. Du bist leicht getötet. Ich schlafe nicht. Double kill. Ach, ich ignoriere mal, dass ich beschossen werde. Dupp. Kannst du auch, ich meine. Ich ja. Aber es ist echt besser, auch, dass ich auf leicht spiele. Ja, ich habe auch heute mal. Auf fortgeschritten angefangen. So, ja, ich habe ja schon mal. Aber eigentlich ist es gar nicht so leicht, ganz ehrlich. Also. Auf fortgeschritten, da halten die Big Daddies schon ordentlich was aus und auf leicht fast nichts. Also. Pass auf. Ja, du, pass auf. Wenn ich sage, pass auf. Ja, so geht's auch. Hättest du auch Electrobolt nehmen können und das hacken, aber gut. Ich will dahinter. Kommst du. Siehst du, wenn du mal beachtest, wenn du zu lange schießt, also ich würde immer nur so 2-3 Schüsse hintereinander abfeuern und dann kurz innehalten mit dem MG. Weil, nimm mal immer das MG raus und schieß mal ein paar Sekunden. Halt mal gedrückt. Das verreißt so nach oben langsam. Ich weiß. Aber ich habe ja genug Mini. Ja. Bin ich da durch? Sollte. Ja, kann sein. Wenn du dich duckst in der Luft vielleicht. Ne, das geht nicht. Da war noch was. Ach, kann ich doch. Na, warum nicht? Ja, genau, mache ich eigentlich auch immer so. Vor allem auf leicht braucht man eigentlich keine Verbandskästen. Warum? Ich hoffe, hier ist auch eine Kamera, glaube ich. Kamera heißt. Ach, Sicherheitskamera meinst du? Ist das? Ja. Oh gut, das war nämlich ganz kurz vom Alarm. Und dann? Wenn der Alarm ist, dann sind Sicherheitsbots für 60 Sekunden hinter dir her. Warum nicht? Ja. Übrigens, was ich cool finde, ich habe so eine Eve-Spritze als Replika in echt. Da war übrigens Tresor. Ja stimmt, deine Eve-Spritze kenne ich noch. Die ist echt lustig. Komm, Auswerker. Wenn du meinst. Ja. Später ist das witzig. Die Splicer sind dann total überpackt mit Sachen und so. Zum Beispiel ein Splicer gibt mal eben $200 und sowas. Boah. Das Maximum, was du tragen kannst, ist 500. Ja, wie geil, wenn 20 Muni für die hier bekommen. Die Schrot. Ich finde die Schrot einfach nur geil. Ja, ist auch meine Lieblingswaffe im Spiel. Da ist noch ein Lüftungsschacht, da kannst du durch. Ja. Ja, ist besser, wenn du mir das jetzt. Hä? Ach, da waren wir gerade. Ist besser, wenn du mir das jetzt sagst, als wenn ich es gar nicht mache, ne? Ganz recht. Genau da. Oh.
Ranch Jockey, Ranch Jockey Lester. Oh, Entschuldigung. Erhöht Rohrzangenschaden. Kurzfassung. Ja, aber die Werbesprüche sind so viel cooler. Zum Beispiel Abfackeln ist erst freigegeben ab 12 Jahren. Schade, ich bin erst 11, nein. Ja, ich Hallo, bin ja, ich bin, Epic Epic. Ich bin ja schon fast 12. Boom. Ein Angriff auf den Hinterhalt macht doppelten Schaden übrigens. Oh, cool. Ja, ich bin ja schon fast 12, ne? Ja, weiß, ich bin 11,5. Ich weiß, was von der Spruch von mir gerade kam, der soll so in die Ecke gehen und sich schämen. Ich gehe ja schon. Dann weißt du echt nicht? Weiß ich echt nicht. Von Gronkh, der sagt doch immer, wie alt er ist. Ich bin ja schon fast 12. Ach ja, genau. Oh. Ich muss jetzt irgendwie dran denken, war das nicht irgendwas von GLP? Na, fast. Wenn ich ehrlich sein will, ich kann GLP nicht mehr so leiden. Ich finde ihn ganz okay. Ja, jetzt nichts gegen, nichts so wirklich gegen ihn selber, nur halt über seine Art, wie er mit Kritik umgeht. Wenn er irgendwie einen Kommentar liest, der Kritik über ihn aussieht, löscht er ihn. Oder er lässt die Person von seinen Fans zuflamen, also. Ja, wenn es Gehate ist, ne? Wenn's nicht, ich meine, wenn es Kritik ist, nicht Gehate. Gehate und Kritik ist ein großer Unterschied. Dandy Dentals! Wo gab's nochmal Plasmide gratis? Nicht da? Doch. Ich lass mal abspielen. Im Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an andere. Ach, ich glaube, der rennt mal weiter. Doch. Das ist nicht. Ja, das Horn von dem Gerät ist viel lauter. Egal, das ist eh nicht richtig. Storytechnisch ist schon. Es ist interessant, sagen wir so. Es ist interessant. Wenn man sich für die Story interessiert, auf jeden Fall. Von der ich keine Ahnung habe. Ja, ich denke, von der Story wirst du auch nicht unbedingt Ahnung kriegen, wenn wir einfach in einem Let's Play einfach so durch das Spiel durchracen. Ich denke mal, das wirst du auch später nochmal selber für dich durchspielen, oder? Klar. Ich habe ja Balrog 2 auch. Und bis jetzt habe ich es noch nicht angespielt, also ich könnte es blind Let's Playen, aber ich weiß nicht. Wenn, dann würde ich es erstmal nicht machen. Das dann, wenn schon, nicht blind Let's Playen, weil direkt Bioshock 1 und 2 hintereinander kommt auch nicht so gut rüber, weil das sind schon ziemlich lange Spiele. Und deswegen würde ich dann auch erstmal warten, falls es dann überhaupt. Schläger! Neue Nahkampfwaffe! Nein. Übrigens, dreh dich mal um. Oh! Ist es das? Es ist Telekinese. Heben Sie große Objekte allein mit der Kraft Ihrer Gedanken hoch und werfen Sie sie auf Ihre Gegner. Was muss man sonst noch wissen? Du hast kein... Oh. So, jetzt musst du dir überlegen. Was... Warte. Bevor du dich jetzt entscheidest. Es kommen im Verlauf des Teils, bis du dir einen neuen Slot kaufen kannst, noch ein paar Maschinen. Also wäre Electrobolt eigentlich nicht schlecht. Abfackeln ist ja eigentlich nur ein Kampfplasmid, also würde ich Telekinese statt Abfackeln. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Evolve today. Jetzt kannst du Tennis spielen. Oder auch... Oh, in dem Moment ein Leck ist doch kacke. Boom. Yay, das ist nämlich Tennis. Oder? Ey, wie geil. Meiner. Ja, das ist schon cool. Ich will auch mal einen auffangen. Ja, leider wird jetzt eine Sache mit Telekinese in der Cut-Version verwehrt bleiben, und zwar Leichen. Ein kleiner Trick, da hinten liegt eine Gasflasche. Aufheben und bam. Mit der Maske erschlagen, jawohl. Ne, das Beste ist sowieso in Bioshock 2, gibt es an einer Stelle ein Kissen, damit habe ich mal einen Big Daddy getötet. Kissen. Mit einem Schlag. Ne, ich habe ihn immer weiter mit dem Kissen abgeworfen, bis er gestorben ist. Jawohl. Okay, jetzt weiß ich, ob ich hin muss, also der Fall, sagt es mir. Der Pfeil hat immer recht. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Oh, nochmal. McDonald's gelesen. McDonald's. Da, 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 da. McDonald's. Ach nein, nicht mehr. Oh. Ist doch einfach schnell recht. Du kannst mit Telekinese seine Bomben zurückwerfen. Ist irgendwas drin gerade. Wenn keiner hinguckt, aber wenn Rapture anfängt voll zu laufen, los, wird, ja. Die Kasten so schnell die Kiste damit auf. Dann wird die Ryan. Pow! Das ist hier zu verdanken hat.
Oh, der ist explodiert. Das war hier, oder? Ja. Ich denke mal, jetzt reizt auch erstmal mit aufnehmen, oder? Ach. In den Bosskampf, der jetzt gleich kommt. Die möchtest du doch bestimmt alleine. Ach, du willst dabei sein, oder? Den machen wir noch. Warte, nein, nicht mit Elektrobot. Du musst mit Telekinese deine Bomben auffangen und dann die Schotter rechts wegräumen. Die Nummer 2. Lol. Hä? Das hat er, glaube ich, mal vorgeworfen, oder? Kann ich sagen. Was wäre jetzt, wenn man ihn getötet hat? Kommen wir gar nicht weiter. Der respawnt. Oh, eine richtige Schönheit. Oh man, ich hab kein Feuer. Rapture's next, Supermodel. Kann ich? Nee, wie gesagt, in der Cut-Version kannst du keine Leichen aufheben. Ich will nicht die Leichen. Das ist der einzige, wirklich, den Rollstuhl oder was? Einmal schlagen, dann kannst du es. Yeah. Wo bist du? Wie ist das? Ja. Schon geil. Symmetrie. Das, was wir alle nicht mögen. Heute habe ich mit der Göttin zu Mittag gegessen. Steinman, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier. Warte. Oh, ist hier, das sind Maschinen, die du hacken kannst, alles, ne? Boom! sah gut aus. Rollstuhl! Was? Boom! Nice! Yeah! Oh, da! Ja. Hack ist was für Muschis. Für dich also. da? Da kannst du noch nicht, aber das ist die Kamera. Pass auf. Nein! Oh nein! Ich hab eine Idee, wo. Hä, wo? Da! Falsches Ding! Du! Haken. Ah, da unten, na toll. Was ist das denn? Das ist halt, das verlängert die, das verlangsamt die Fließzeit. Das kommt da doch eh nie an. So, dich und dich. Mal gucken, wie lange es dauert. So, und der greift jetzt die anderen an. Nicht schlau, ne? Nein. Oh, das ist Attacke! Attacke! Epic Robot Battles of History! Lag. Komm her! Du solltest hier bald kaputt machen. Du solltest abhauen. Ich will die Kamera noch kaputt machen, ich finde die nicht. Die hängt doch da oben. Da, links. Stop! Da hängst du doch. Jetzt hackt man wieder. Safe. Ich krieg da noch eine E-Spritze, weil du hast gerade ein paar nötig. Merkt ihr, alles was grün ist, ist auf deiner Seite. Also alles was grün leuchtet. Na dann? Na meistens. Für 90% der Fälle. Das kommt mir irgendwie alles so bekannt vor. Déjà-vu. Was ist hier? Server. Oh. Es sind ja nur zwei Zugänge. So. Was soll ich bloß mit der hier anfangen, Aphrodite? Sie hält einfach nicht. Das ist ein Epic Fail, weil in der deutschen Version ist das halt eine Leiche. In der Uncut-Version ist das halt noch eine lebende Frau. Deswegen, sie hält einfach nicht still. Die da zu groß. Jene zu symmetrisch. Und das da? Was ist das, meine Göttin? Ein Eindringling. Er ist hässlich. Hässlich. Die Mutter ist hässlich. Hässlich! Ach so, dann hast du selber.
Ach, so ist das der Endboss, den du meintest? Das ist der Boss, ja. Ja, ich habe ja meinen kleinen Roboter hier und dann habe ich das hier. Ich kann damit nicht zielen, ich weiß. Wie gesagt, kurz schießen, dann wieder los. Ach. Aber pass auf, jetzt müsst ihr eigentlich wegrennen. Wenn du ihn lässt. Aber ich glaube, du lässt ihn nicht. Ach, wo soll ich ihn lassen? Doch, ist unterwegs. Renn ihn hinterher, schnell. Nimm schon mal Elektroboot raus. Einfach da unten das Wasser schocken. Zack, und das ist schön. Na dann. Gut, ne? Yay. Oh, der hat einen Schlüssel. Wurde auch langsam Zeit, dass ja, aber ich denke, jetzt reicht's auch erstmal. Ja, den Raum noch hier. Das war schon der Raum. Und steht auch noch ein Tresor, aber der ist nichts wert, weil da sind drei Verbandskästen drin, also. Ja, nur Aufzug. Ich würde mal sagen, ich verabschiede mich schon mal. Jo, ich gehe jetzt auch weg hier. Ich hoffe, euch hat der Part oder die, keine Ahnung, wie lange wir aufgenommen haben. Wir haben jetzt 8 Uhr. Die Aufnahmesession. Dreiviertel Stunde, drei Parts ungefähr, oder? Ja, kann sein. Ja, guck mal, wir haben doch um 10 vor 5 angefangen und es ist immer noch 10 vor 5. Ja, die Uhr ist stehen geblieben. Ja. Wir können es jetzt nicht sehen, aber... Ja, die steht morgen immer noch auf Viertel vor 5, weil es 10 vor 5. Also dann, wir verabschieden uns. Jo, ich hoffe, euch hat gefallen mit Fladek. Ich bin Dr. Spoiler, also. Jo, seine beiden Kanäle stehen übrigens in der Beschreibung, wenn ihr mal so draufklicken wollt, ne? Auf Fladek 569 werdet ihr nur ziemlichen Bullshit finden. Box der P auf. Aber, ja, was? Nein, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, der morgen wahrscheinlich, ne, übermorgen kommt. Der Schlimmste auf Box-LP ist ja sowieso die Verlinkten in deinem Kanal. Ja, ganz schlimm. Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.